Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zum letzten Booster-Opening-Part von Celestial Storm auf meinem Kanal. Dieses Opening hier ist unterstützt von Cardmarket. Schaut auf jeden Fall bei Cardmarket vorbei. Kanal findet ihr, beziehungsweise ja doch auch den YouTube-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und auch die Seite, dort findet ihr günstige Karten. Und Leute, Spoilerwarnung, schaut euch die vorigen Parts an, die sind heftig. Und sollten wir heute aus diesen 9 Boostern, okay, eine weitere GX-Karte ziehen. Hand aufs Herz, es ist mein bestes Opening, was ich je hatte. Safe Call. Und ja, bei neuen Boostern hat man auf jeden Fall eine relativ hohe Chance, würde ich mal meinen. Ich würde sagen, wir warten auch gar nicht so lange, sondern starten einfach direkt rein. Und das wird jetzt heftig, okay? Es wird heftig. Die letzten Parts sind insane gewesen. Also was wir da gezogen haben, das war einfach nicht mehr normal. Das war komplett crazy. Wir haben eine Kampfenergie, ein Sonfel, eine Kraft-Vital-Wurzel-Dings. Wir haben eine Himmelsplatte, ein Lavita, ein Flurmel, ein Knofenser, ein Weimar, ein Tarnel. Unsere Reverse ist ein Reverse-Angler. Sehr, sehr cool. Die hatten wir bisher auch noch nicht. Und unsere Rare ist ein Metagross als Holo-Karte. Yo, mit Troy im Hintergrund. Es erinnert mich sehr krass an die Cynthia, an die Knacker-Karte mit Cynthia im Hintergrund, die wir ja im letzten Opening von, wie hieß das letzte Display nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Was wir da ja gezogen haben. Und ja, das ist sick. Das ist super nice. Nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne als Start mit. Und ja. So, machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Pack. Alter, das ist, wie gesagt, eine GX-Karte. Bestes Opening seit je auf meinem Channel. Wir haben eine Stahlenergie. Wir haben einen Zubiris mit dem nicen Artwork. Wir haben Mask Royal. Wir haben Meteno, Eneko. Wir haben Alola Radfratz. Wir haben Flamly. Wir haben Mediti. Wir haben ein Lumpy. Unsere Reverse ist ein Reverse Groudon. Ist auf jeden Fall ein Rare. Dieses Artwork ist ja mal absolut heftig. Holy shit, wird direkt hier dazugelegt. Und unsere Rare ist ein Makago. Alright, also ich habe bei jeder Rare gerade immer so ein kurzes Herz. So, mein Herz war so du. Versteht ihr? Kennt ihr das, wenn ihr so richtig aufgeregt seid oder so? Oder euch erschreckt oder so? So habe ich das jedes Mal. Weil, Leute, eine GX. Und ich glaube, es ist auch so schon echt mit das Beste. Aber eine GX und ich würde Welten darum geben, sozusagen, das ist das Beste. So, locker. Wir haben eine Feenenergie. Wir haben Bill. Haben wir bisher auch noch nicht. Das ist die Plus-Karte, nach der ich ja gefragt hatte. Wir haben einen Pilip, hatten wir auch noch nicht. Wir haben einen Hydruppi, Alola Radfratz, Bummels, Geweiher, ein Schneckmack. Unsere Reverse ist ein Reverse-Tunnel. Haben wir, ich meine, glaube ich, ein anderes Tunnel als Reverse. Und unsere Rare ist ein Swampert. Alright. Wir hatten tatsächlich aber, glaube ich, bisher noch keine Secret-Rare-Karte. Alter. Also das ist halt krass. Doch, hatten wir. Wir hatten, ne, Spoiler, wir hatten eine Rainbow. Never mind. Aber nochmal so eine richtige, so eine Gold-Karte oder so. Yo, das wäre, ui. Ui. 1, 2, 3, 4. Das wäre heftig. So, wir haben eine Wasserenergie. Wir haben die TV-Reporter. Wir haben ein Lifeherb. Wir haben ein Saganabis, wir haben ein Kindwurm, ein Pupanze, ein Tarnel, ein Loturzel, ein Samurzel. Unsere Reverse ist ein Super Scoop Up und unsere Rare ist ein Arctos GX. Und damit, Leute, ist es Shiny? Ich weiß, dass es diese Karte auch in Shiny gibt. Aber ist die Shiny? Die sieht irgendwie ein bisschen Shiny aus, ne? Aber damit, Leute, haben wir die genannte GX gezogen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das beste Opening ist, das es auf meinem Kanal gibt. Schaut euch auf jeden Fall alle Parts an. Das lohnt sich. Und krass. Krass. 1, 2, 3, 4. Einfach nur heftig. Alles, was jetzt nur noch kommt, ist der absolute Bonus. Jede Common-Karte ist gerade einfach nur noch ein Bonus. Und ja, wir haben eine Unlicht-Energie. Den Angler.
Super Scoop ab. Maskeregen. Eneko. Beberak. Kindwurm. Sharpit, ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Wir haben den Tausch als Reverse. Und unsere Rare ist ein Lepomentas. Was wir schon hatten. Also ist jetzt nichts zu krasses. Es gibt aber kein... Ich darf gar kein Sterbenswörtchen darüber verlieren, dass ich mich aufrege oder so. In keiner Art und Weise. Holy shit. 1, 2, 3, 4. Das ist einfach nur noch insane. Wir haben eine Elektroenergie. Ein Angler. Ein Pupita. Ist auch ein Reprint. Safe. Die Karte hatte ich für auch richtig häufig. Die habe ich geliebt. Ein Kecleon. Ein Fampi. Ein Fritzeblitz. Ein Flamly. Ein Onix. Ein Steel. Alter, richtig dieses Reprint-Pack. Schon wieder sogar eine Reverse-Lampi. Es gibt tatsächlich, eine Sache kenne ich nämlich. Es gibt, ja, das wäre jetzt zu heftig, wo wir gerade von Reprint sprechen. Es gibt eine Elektroball-GX-Karte in dem Set. Und die ist reprintet auf ein, von einem damaligen Elektroball-EX-Artwork oder so. Aus den alten Boostern. Und yo, wenn das jetzt da drunter liegt, ist ja so heftig, ne? Okay, wir bekommen ein... Okay, wir bekommen ein Registeel. Aber es gibt tatsächlich, wie gesagt, eine gereprintete GX-Karte. Das finde ich auch so nice. Wir haben noch 3 Packs offen. Alter. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Kann man nicht anders sagen. Ist einfach so. So, wir haben 1, 2, 3, 4. Zack, wir haben 1, 2. Und wir haben eine Psychoenergie. Mask Royal. Kuriogel. Pupita. Flamly. Flummel. John Kagnier. Liebeskuss. Gekabo. Unsere Reverse ist ein Reverse-Kuriogel. Und unsere Rare ist ein Grumpig. Okay, ein Groink. Die letzten 2 Booster stehen an. Und die Frage ist, bekommen wir jetzt hier nochmal etwas Gutes? Oder bleibt es dabei? Was natürlich nicht bad wäre, weil wir haben genug Gutes gezogen. Aber ja, wir haben eine Feuerenergie, ein Plusle, ein Pokénuff, ein Mundtier, ein Pupanze. Bisher, glaube ich, haben wir hier aus diesem Set fast jede Karte gesehen. Unsere Reverse ist ein Reverse Meteno. Und unsere Rare ist ein Holo Stalos mit dem Kensuke Moriatok. Ist aber, glaube ich, auch ein Reprint tatsächlich. Gab es tatsächlich damals auch genau in dieser Aufmachung. Und wir ziehen einfach noch eine Holo-Karte. Das ist nicht mehr normal. Das ist krank. Absolut krank. Und wir öffnen das letzte Opening. Das letzte Booster mit Rayquaza vorne drauf. Und die Frage ist, bekommen wir jetzt noch einmal etwas Heftiges? Oder bleibt es dabei? Bleibt es bei dieser heftigen Ausbeute oder wird es einfach noch heftiger? 1, 2, 3, 4. Wir haben 1, 2. Wir haben eine Pflanzenenergie. Ben und Svenja. Noctuska, die Karte haben wir tatsächlich noch nicht gesehen. Urtrigaria, Schlupuk, Samwurzel, Tanel, Sharpet, Hydropie. Unsere Reverse. Uns fehlt noch Prisma Latias, glaube ich, tatsächlich. Und unsere Reverse ist ein Lunastein. Ist sogar eine Rare, sehe ich gerade. Heißt sogar nochmal eine Reverse Rare. Und unsere letzte Rare-Karte liegt jetzt hier. Unsere allerletzte Karte von diesen... Wie viele Karten sind in einem Booster? Ich glaube, 11. 11 mal 36. Holy shit, das sind 400 Karten circa, glaube ich, sind da drin. Und das ist die letzte Karte von diesen 400 Karten. Und es ist ein Katagami. Alright, Leute. Ich packe alle Karten zusammen und dann gibt es ein dickes, fettes Recap. So, das finale Recap. Wir haben Lunastein als Reverse. Wir haben Makago als Reverse. Ich versuche, die mal hier alle drauf zu bekommen. Wir haben Sumpex als Reverse. Wir haben Katagami als Reverse. Ich glaube, ich muss die hier noch rüber schieben. Wir haben Despot als Reverse. Wir haben Groudon als Reverse. Wir haben Enikoro als Holo. Lunala als Holo. Despot als Holo. Wir haben Stalos als Holo. Wir haben Metagross als Holo. Wir haben Troy als Holo. Wir haben Latios und Jirachi als Prisma. Wir haben Muramura als GX. Wir haben Arctos als GX. Rayquaza als GX. Logok packe ich mal hier hin als GX.
Mr. Mime als Full Art GX, Troy als Full Art und Rainbow Arctos. Heftig. Absolut heftig. Leute, das wohl beste Opening auf meinem Kanal geht nun zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine nice kleine Reise, die wir hier verbracht haben. Ich würde mich super eine positive Bewertung freuen für den ganzen Shit, der hier gerade passiert. Und vielen lieben Dank an CardMarket hier auf jeden Fall nochmal. Schau auf jeden Fall bei CardMarket vorbei. Die haben krassen Stuff scheinbar. Alright, gut. Leute, ansonsten würde ich sagen, war's es von mir heute. Mit diesem wunderschönen Bild hier beenden wir das Ganze. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.